Epilog. Pick sie als eine so richtig geben, noch einmal. So, jetzt ist. Was haben wir jetzt? Ich glaube nicht, dass dieser Typ ist. Retten ist alles. Ich schenke Leben. Du schenkst Leben? Wie meinst du das? Ihr versteht nicht, was Pyramid wirklich ist. Künstliche Intelligenz. Ich erklär's euch. Pyramid ist das Gedächtnis eines Mannes, der vor dem Krieg lebt. Hi. Seine Erinnerung an die Welt, wie sie einst war. Ich bin Pyramid. Ich bin dieser Mann. Doch ich bin mehr als nur Erinnerung. Mehr als nur ein Archiv. Ich bin eine Arche. Arche? Diese Bilder. Das habe ich gesehen. Durch das Stirnband. Du siehst, was ich mit ihnen teile. Sie sind keine Sklaven, sondern Bürger. Sie haben Jobs. Sie heiraten. Ziehen ihre Kinder groß. Die Kinder gehen zur Schule. Ihr habt keine Schulen. Ihr habt Max. Eure Welt ist die Wüste. Ein steter Kampf ums Dasein. Pyramid ist eine Welt, in der man leben kann. Naja, hätte das Leben nicht auf, wenn der Lebenswille zerstört wird? Um der alten Willen. Seht doch selbst. Seht, was sie haben, ehe ihr es ihnen nehmt. Na los. Na los. Setz die Maske auf. Ja, aber es ist ja nur vorgegaukeltes Leben. Ein vorgegaukeltes Leben ist ja nicht das Leben an sich. Es ist eine Halluzination. Es ist ja nicht das wahre Leben. Thank you.
Es war Fehler, das Archiv zerstören. Man könnte ja Koexistenz bilden. Auf freiwilliger Basis. Jetzt zum Song. Ja, endlich ja. Irgendwie ja nicht, weil du hast das ganze alte Wissen hast du weggeben. Man hätte Koexistenz gründen müssen. Mit seinem Wissen hätte man die Welt wieder neu aufbauen können. Jo. Und somit war das die Spiel Enslaved Odyssey to the West Premium Edition. Und wieder mal wird uns eigentlich dargestellt, wie abstrakt künstliche Intelligenz eigentlich ist. Somit gibt es eigentlich der Hinsicht nicht mehr viel zum Sagen. Wir haben die Sklaven befreit, wobei die künstliche Intelligenz sie nicht als Sklaven gesehen hat, sondern sie hat ihr Leben nur lebenswerter gemacht. In seiner Ansicht nach hat das lebenswerter erscheinen lassen in einer Matrix sozusagen. Zerstören? Ja, weiß nicht. War vielleicht auch nicht das Richtige. Auf jeden Fall, Pyramid ist zerstört. Pixie ist heldenhaft in den Tod gewandert. Und zwischen hier und hier hat sich eine Romanze angebahnt. Und jo, die Credits lasse ich jetzt einfach durchlaufen. Der Vollständigkeit halber. Wer es anschauen will, kann es gerne anschauen. Aber falls jetzt nicht nur irgendein Secret zum Schluss kommt oder irgendwas zum Anschauen gibt, werde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen und brav bleiben. Wir sehen uns wieder. Peace out. Und da bin ich schon wieder. Es gibt Zusätzliches. Wir müssen natürlich auch schauen. Klassischer Mann. Ah. Die Luz. Sexy Roboter-Trip. Ah, es sind verschiedene
Outfits, glaube ich mal. Also Pix ist perfekter Partner. Oh! Ja, anschaut, können wir mit Pixi, warte mal, das ist ein bisschen rein. Wie es ausschaut, können wir nur mit Pixi eine Runde spielen. Und ja, das könnte eigentlich auch in Angriff nehmen, oder? Aber ich würde sagen, das könnten wir uns fürs nächste auf. Ich hätte es nicht gedacht, dass wir mit Pixel was spielen können. Naja, schauen wir uns beim nächsten Mal an. Warte nicht, vielleicht spielst du gleich im Anschluss, vielleicht noch ein bisschen Zeit, vielleicht spielst du gar nicht, ich weiß nicht, ich werde mir so schauen. Und bis dahin würde ich mal sagen, Peace out, aber jetzt wirklich.